Herzlich willkommen bei Satisfactory Update 5. Wir haben schon einiges an Schwarzpulver hier produziert. Und das werden wir jetzt mal glatt verwenden. Das dauert alles auch nicht, dauert 3 Sekunden, das ist schön. Dann haben wir das schon mal confirmed. Und dich brauchen wir auch, um das zu sprengen, ne? Haben wir schon vorbereitet, 3 Minuten. Plus 6 Inventory Slots, oh, das ist auch schön, das können wir dann auch demnächst machen. Perfekt. Das freut mich. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall noch mal so, weiß ich, ein paar hundert mit, damit wir ein paar von diesen Sprengkapseln noch bauen können. Apropos Sprengkapseln, wie heißen die überhaupt? Gucken wir uns das mal an. Nobelisken, genau. Doch kann im Equipment Workshop gebaut werden. Das ist hervorragend. Das kostet nur Stahl und das hier. Überhaupt kein Problem. Hätte ich den nicht hier hingesetzt? Ne, habe ich schon wieder weggebaut. Okay. Super. Also für heute steht auf dem Plan, wir sprengen uns hier durch. Ich würde mich ganz gerne da unten mal hinsprengen. Das ist ja so eine Schnecke. Die nehmen wir dann schon mal mit. Und dann werden wir versuchen, Quarz zu akquirieren. Ne? Und danach müssen wir wahrscheinlich die Energie upgraden und dann können wir weiter techen. Das ist so die Idee. Ich habe gerade eine Purple Slug gefunden hier auf diesem großen Felsen. Das Problem ist, hier ist auch so ein großes Viech, aber das hat sich da irgendwie verlaufen. So, das heißt, ich lasse das in Ruhe, das interessiert mich nicht. Da ist es. Warum auch immer es sich da verlaufen hat. Aber hier ist eine, noch eine pinke, beziehungsweise lila Schnecke. Von meiner Base aus gesehen, da dieser Fels. Ich gehe nochmal gleich ein bisschen weiter weg. Also es ist der Felsen da, der große, da war die drauf. Nehmt auf jeden Fall eine Waffe mit, denn die Viecher sind ja auch nicht ungefährlich. Da haben wir den Detonator fertig. New equipment unlocked. Und den können wir. Ne, in diesem. Ja. Bauen. Was brauchen wir denn dafür? Ah, wir brauchen dafür nochmal 5 von den Objective-Scannern und nochmal 5 Encased Industrial Beam. Okay, das ist schade. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall dafür zurücklaufen. Da haben wir alle Materialien dafür bereit. Und dann haben wir den Detonator. Sehr schön. Und dann bauen wir uns ein paar von denen hier. Ja, ich würde sogar fast sagen, dass wir uns einfach mal 10 davon tatsächlich bauen. Wer weiß ja nie, was man da alles jetzt wegsprengen kann, ne? Und wegsprengen muss vor allen Dingen. Okay. Die MAM habe ich hier abgebaut. Egal, das ist nicht so wichtig. Kettensäge, die brauche ich ja noch erstmal. Ich würde sagen, wir gehen es jetzt erstmal testen. Ich habe mir überlegt, dass wir doch erst, glaube ich, Energie brauchen, weil wir müssen ja noch Caterium abbauen. Das habe ich gerade vergessen, glaube ich, zu erwähnen. Und testen wir mal dich hier. Okay. Das heißt, der. Naja, R für Reload. Wie ging das jetzt? Ne, schön von der Seite. Genau, dagegen schmeißen, ne? Plupp. Und dann sprengen. Na, hat leider nicht alles gesprengt. Aber so funktioniert's. Da ist eine blaue Slug. Naja, aber man hat es wenigstens mal ausprobiert. Also werde ich mir auf jeden Fall die andere lila Slug da hinten nachholen. Oder die Purple. Ja, ist lila, ne? Und dann kann man hier den wieder in die Hand nehmen. Snacken wir uns noch hier was rein. Sehr schön. So. Gucken wir mal, ob wir Reward kriegen. Ich
Da ist er. Sehr schön. Die zweite Power Slug. Na ja, gut, die Viecher sind egal. Oh, da hinten ist noch eine. Das ist doch nicht schlecht. Die werde ich auch noch holen. Und dann werde ich das Katerium-Dingen mal freilegen. Ich bin mir relativ sicher, dass da was drüber ist. Ah, hier versteckt, ey. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ah, die haben die Karte schon teilweise. Ach, da ist noch eine. Schon bewusst gut gemacht. Also, muss man schon sagen. Mit diesen kleinen Höhlen und Verstecken immer. Hier so ein kleiner Weg rauf. Ja, die haben das schon schön gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Hier so ein Mini-Durchgang. Kann man viel erforschen, ne? Und das ist was für Leute, die gerne erforschen. Guck mal, hier ist ein riesiges Höhlensystem sogar. Ne? Ah, dann ist noch einer. Hier wird man richtig fündig. Wow, ein Gegner. Ups. Nehmen wir mal eben das zu essen mit. Ein bisschen auf Erkundungstour. Ich brauche noch diesen Medical-Dingens, ne? Ah ja, ach, guck mal, da ist auch noch eine. Verrückt. Ja, einmal quer durch, ne, würde ich sagen. Und noch eine. Aber ich glaube, als Schnecken gibt es also wirklich jede Menge. Da braucht man gar nicht groß durch die Gegend gucken. Ich glaube, früher waren die sogar grün. Die sind jetzt ja mittlerweile blau. Also die ehemaligen grünen sind jetzt die blauen. Aber ich glaube, Purple und Gelb ist gleich geblieben. Ich weiß nicht, warum die das geändert haben. In blau. Na, ah, hier ist wieder irgend so ein Artefakt in der Nähe. Aber das ist erstmal zweitrangig, ne? Genau. Das wollen wir noch nicht. Ich meine, in die Richtung ist das Katerium. Kann auch gerne mal gucken. Mein Orientierungssinn ist eigentlich ganz gut. Ja, da ist es auch schon. Oh, da seid ihr mal eigentlich dabei, wie ich hier entlang laufe. Das skippe ich mal nicht. Ja, ich habe jetzt das Gefühl, das dauert gar nicht so lange. Ich rede ziemlich viel. Ich meine, das ist da unten. Ja. Ach, seht mal. Seht ihr? Ich wusste doch, da ist was drauf. Es ist immer auf Katerium was drauf. Das wird da wohl sein, ne? Ja. Da, wie leuchtet es? Okay. Das heißt, wir gehen jetzt da runter und sprengen uns da den Weg frei. Ich glaube, hier unten gibt es, glaube ich, keine Schnecke. So. Müssen wir uns den Weg freispringen. Und tschüss. Sehr schön. Pure. Perfekt. Also das ist sogar noch richtig viel Katerium. Oh Mann. Jetzt habe ich natürlich kein Dingens mit, das heißt, ich muss mal kurz so ein Teil bauen. Dann kann ich so einen hier machen. Ich habe leider immer noch die Einer nur. Ja, aber was soll's? Und dann müssen wir das da jetzt über Aufzüge nach oben fahren lassen. Okay, das ist irgendwie ein visueller Bug. Es kann aber auch einfach sein, dass mein PC das nicht bearbeitet. Aber wie gesagt, der neue kommt bald. Ja, an der Stelle könntet ihr mir eigentlich mal reinschreiben, wird das in der Cloud gespeichert oder muss ich die Daten irgendwie sichern? Nicht, dass ich den neuen PC habe und dann ist der ganze Spielstand weg. Ja, dann müssen wir das von hier. Leider. Von hier müsste man das jetzt. Genau. Das geht sogar bis hierhin. Sweet.
Genau, und dann schon mal. Ja, 120 macht er auf jeden Fall, also müssen wir auch das Zweierband benutzen. Dafür habe ich natürlich nicht genug mit. Aber ich bringe das schon mal in Position. Ja, das ist ja egal, ne, ob das hier durchgeht oder nicht. Es funktioniert. Hier laufe ich eh nicht entlang. So, beim Verbrauch mal wenigstens alles. Bis hierhin geht's. Ach, diese scheiß Viecher. So, ach guck mal, da ist noch eine Schnecke, die nehmen wir auch noch mit. Ich bin ja nicht böse, ich laufe hier nicht rum und töte diese Alien-Viecher. Nur, wenn ich muss. Zack. Ach, da ist noch so ein Teil da unten, ja. Irgendwo wieder. Ja. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Ah ja, wir müssen das, ne? Sonst sind wir werden hier richtig genötigt. Okay. Das sieht erstmal ganz gut aus. Ja, ich werde jetzt erstmal Materialnachschub holen und schon mal die lila Schnecke analysieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das. Ja, entweder machen wir das hier oder das Caterium-Setup. Ah. Muss ich mir noch mal kurz überlegen. So, ich habe mich auf jeden Fall entschieden, erstmal ein bisschen umzubauen. Das heißt, ich habe das Hub hier nach oben geholt. Diese ganzen zusätzlichen Baugebäude. Und jetzt werde ich erstmal diese Schnecke analysieren. Ja, das reicht gerade noch. Okay, jetzt brauche ich aber noch mal Kabel. Ich habe schon mal 6 Kohlegeneratoren reingepackt. Das, was so viel bedeutet wie, dass ich jetzt allererstes die, ja, den Dingens, die Energie auf jeden Fall erweitern möchte, weil wir werden jetzt an die Grenze kommen und besser, ich habe dann 900 statt 450, weil die ganze neue Fabrik werde ich aufbauen noch. Und die wird viel, viel verbrauchen. Viel, viel an Energie. Ja, das ist nämlich das nächste Projekt dann. Also erstmal die Energie upgraden auf verdoppeln von 450 auf 900. Danach das Caterium weiterbauen, wo wir waren. Und danach das Quarz anbauen. Weil dafür brauchen wir ja das. Wir haben ein Rezept dafür, für das Beton. Da brauchen wir auf jeden Fall das Zeug dafür, das möchte ich verwenden. Und dann wird alles unten abgebaut und alles neu aufgebaut in, ja, in einer Ordnung. Okay, das soll es für heute gewesen sein. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir dort hinten loslegen. Macht's gut, bis dahin und ciao.